Und jetzt gibt es ein kleines, unauffälliges Gadget. Sieht erstmal aus wie ein USB-Speicherstick. Ja, könnte man vermuten, wenn es auf dem Tisch liegt. Aber Sie wissen ja, bei Pearl TV ist nicht das, wie es aussieht. Und so auch unser Gadget, was uns Carsten mitgebracht hat, stimmt's? Ja, und das ist was ganz Besonderes, wie ich persönlich finde. Denn Sie kennen das Thema. Sie möchten vielleicht ganz einfach mal bei einem Meeting, zum Beispiel im Büro, oder vielleicht mal bei einer Vorlesung an der Universität oder im Rahmen eines Gesprächs, wenn wichtige Informationen vermittelt werden, das ein oder andere aufzeichnen, ja, damit Sie später daran erinnern. Früher hat man ein Diktiergerät gehabt, das musste man immer einschalten, diktieren, wieder ausschalten, in der Regel mit einer Kassette oder mit einem anderen Speichermedium drin. Bis ich aber in so einem Fall tatsächlich mein Handy mal rausgeholt habe, so macht man das ja heutzutage, die richtige App geöffnet habe und auf Start gedrückt habe, ist das Thema wahrscheinlich längst passé. Jetzt haben wir hier den kleinsten Voice Recorder, den kleinsten Recorder der Welt, wie ich mal behaupte. Und Anna hat völlig recht, der ist gerade mal so groß wie ein kleiner USB-Stick. Und das Geniale an diesem kleinen Kerlchen ist, den schalten Sie ein und mehr müssen Sie gar nicht tun. Denn der aktiviert sich automatisch, sobald sich ein Geräusch in seinem Umfeld, hörbar ist. Also eine Geräuschaktivierung. Das bedeutet, Sie legen diesen kleinen USB-Stick ganz einfach auf den Tisch. Er nimmt automatisch das auf, was in dem Raum, in dem gesprochen wird, entsprechend kommuniziert wird. Und wenn Sie dann fertig sind, machen Sie ihn einfach wieder aus und packen den zu Hause an den Rechner dran und haben diese Audiodatei, also das, was Sie hier früher auf einer Kassette hatten oder im Rahmen einer Audiodatei auf dem Handy, ganz einfach hier auf dem Stick. Sie können es damit speichern und ganz einfach weitergeben. Nochmal, wenn Sie jetzt etwas haben, Sie sind in einem Gespräch drin, ja, oder möchten jetzt Informationen haben, Sie können nicht so schnell mitschreiben, wie auch immer, bis ich jetzt mein Handy rausgeholt habe und jetzt geguckt habe, ich muss es auf Start drücken, muss vielleicht noch den Finger draufhalten, mache ich einfach Folgendes. Ich nehme diesen kleinen Stick raus, schalte ihn ein. Es gibt auch nur einen Knopf, geht denkbar einfach. Ja? Und das war's auch schon. Jetzt ist dieser kleine Sprachrekorder aktiviert und jetzt mache ich nur noch Folgendes. Jetzt nehme ich den, das Mikrofon ist hier am unteren Ende und lege das Kerlchen hier auf den Tisch. Mehr muss ich gar nicht machen. Jetzt könnten wir beide uns unterhalten. Jetzt könnten wir beide uns ganz entspannt unterhalten. Und während wir das tun, nimmt dieser kleine USB-Stick mit dem eingebauten Mikrofon das Gespräch jederzeit auf. Sie können es dann später jederzeit anhören, können sich Ihre Notizen machen, können sich die Informationen nochmal in aller Ruhe anhören, die da vermittelt worden sind. Und das Ganze natürlich auch gerne auf dem Computer speichern. Wo wir gerade vom Speichern sprechen, der kleine Stick, der kleine Voice Recorder hat einen internen Speicher von 8 GB und natürlich auch einen USB-Anschluss, logischerweise, um auch die Audiodatei auf den Rechner später zu übertragen, wenn Sie das möchten. Sie können natürlich auch jederzeit diese 8 GB dafür nutzen, um zum Beispiel ganz andere Daten, zum Beispiel auch mal Schriftverkehr, Fotos oder Musik, ganz einfach von einem Ort zum anderen zu transportieren. Sie merken also eigentlich eine 2-in-1-Lösung. Ich finde es genial, denn er nimmt nach wie vor noch auf. Das, was ich jetzt gerade sage, könnte ich mir dann später zu Hause auf meinem Rechner oder auf meinem Laptop jederzeit noch mal ganz entspannt anhören. Und habe damit meines Erachtens das kleinste Diktiergerät der Welt in Form eines USB-Sticks. Ist das nicht genial? Das ist natürlich auch toll für so Vorlesungen, ne? Oder wenn man sich schwer viele Informationen auf einmal merken kann. Ich finde das wirklich ganz toll. Sieht täuschend echt aus. Auch sehr edel gemacht, wenn das hier als Voice Recorder genutzt wird. Also ich finde das für 20 Euro ist natürlich ein super Preis. Greifen Sie jetzt zu, weil das ist auch sowas, da vermutet man gar nicht, dass das ein Voice Recorder ist. Es hat auch so ein bisschen was aus einem Agentenfilm, oder? Ja, ein Stück weit. Übrigens können Sie mit 8 GB locker bis zu 90 Stunden, nochmal, bis zu 90 Stunden Tonaufnahme generieren. Das heißt, Sie hätten sogar theoretisch gesehen mehrere Tage Zeit, um hier entsprechend das, was zum Beispiel der junge Mann hier vorne im Rahmen einer Konferenz oder im Rahmen eines Vortrags erzählt, ganz entspannt aufzunehmen. Kleiner Tipp, der Akku hält für ungefähr 16 Stunden. Wenn Sie den Akku dieses kleinen Voice Recorders etwas verlängern möchten, können Sie den auch jederzeit ganz einfach und entspannt mal an eine Powerpack oder ein Powerbank oder sowas dranhängen. Dann hält der Akku meines Erachtens ewig und bis zu 90 Stunden Tonaufnahme passen locker auf die 8 GB eingebauten Speicher. Im Studium, bei der Arbeit, bei Vorträgen, bei Meetings, natürlich auch bei Gesprächen, zum Beispiel bei Vertragssituationen, wo man ganz einfach auch nur mal sicher gehen möchte, möchte nichts verpassen. Steno ist vielleicht auch nicht unbedingt Ihr Ding, Informationen auch nicht, dann nimmt der das ganze gesprochene Wort ganz einfach auf. PX 2296 und die 560 ist die Bestellnummer. Rufen Sie jetzt an und dann ganz viel Spaß bei den Aufnahmen.